Kinderschutz nehme ich persönlich, weil ich für SOS Kinderdorf als Vorstandsvorsitzende die Verantwortung für Tausende von Kindern trage. Ich habe diesen Kindern ein Versprechen gegeben, dass SOS Kinderdorf für sie ein sicherer Ort ist. Und dafür muss ich mich auch persönlich einsetzen. Hallo aus Berlin. Wir sind gerade im SOS Kinderdorf Nürnberg, Pfalz, Wittenberge, Frankfurt. Am entlegensten Zipfel von Deutschland im Dreiländereck. Egal wie weit wir draußen sind mit SOS Kinderdorf, Kinderschutz hat immer Priorität. Wie können wir unsere Konzepte noch verbessern? Und deswegen versuche ich vor Ort, die Impulse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Mir geht es darum, dass wir den Kinderschutz kontinuierlich weiterentwickeln und sicherstellen. Und das ist eine Sache, die können wir nur im Dialog entwickeln. Wesentlich für einen gelingenden Kinderschutz ist, dass wir uns täglich damit auseinandersetzen, was ist unsere pädagogische Haltung, wie wollen wir gemeinsam Kinder schützen. Kinderschutz bedeutet für mich, dass jedes Kind sich zu jeder Zeit sicher und gehört fühlt.